Was ist für dich das Schönste an der 3000er Woche? Hoffentlich der Gipfel am Freitag mit den 3000. Ganz spontan. Das gute Wetter. Heuer, letztes Jahr, ideal. Erzähl mir doch mal, was fasziniert dich am Wandern? Die Natur, dass man sich körperlich anstrengen kann und am Ende am Gipfel ankommt oder am Bergsee. Ja. Wie oft bist du schon bei der 3000er Woche dabei gewesen? Dreimal. Liebe Cornelia, wie fühlst du dich? Sehr gut. Wir schaffen das. Bis auf den Gipfel haben. Ganz leicht. Alle? Logisch. Elsia. Peter, wie ist es das erste Mal bei der 3000er Woche dabei zu sein? Ja, wenn die Sonne so schön scheint, wunderbar. Der Himmel ist blau, man kann tief einatmen. Und die Sonne lacht. Fantastisch! Was fasziniert Sie so an der 3000er Woche im Lerchenhof? Ja, also zum einen die Umgebung, ja? Die 3000er, diese netten vielen Menschen. Oh. Und was habe ich hier gerade getrunken? Das war ein Enzian. Ein Enzian, ja. Also was ich vermisse, ist Edelweiß auf dieser Höhe. Gibt es da vielleicht noch einen guten Tipp?